Sicht ist das eine Flexibilität, also dass sie die Möglichkeit haben, Beruf und Privates miteinander vereinbaren zu können, also durch flexible Arbeitszeitmodelle, durch alternative Anstellungsmodelle, vielleicht auch die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen oder eben den Beruf mit Familie, also mit Kinderbetreuung vereinbaren zu können. Dass sie eine Sinnhaftigkeit erkennen in der Arbeit, dass sie wissen, auf welches Ziel sie hinarbeiten und sich mit dem Unternehmen auch identifizieren können. Dass sie in der Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber, mit dem Vorgesetzten sind, dass er ihnen respektvoll begegnet und sie auch einbindet in Entscheidungen. Sie müssen nicht immer mitentscheiden können, aber zumindest es nachvollziehen können, warum Entscheidungen getroffen werden. Und letztlich sie die Möglichkeit haben, sich im Job selbst treu zu bleiben. Also dass sie sich nicht verbiegen müssen, ob das nun das Verhältnis zu den Kollegen angeht oder Kleiderordnung oder eben Unternehmensziele, dass sie das Gefühl haben, ich gehöre hierhin und das passt zu mir und meiner Vorstellung davon, wie mein Leben und mein Beruf verlaufen sollen. Ich glaube, das teilt sich. Also ich glaube, es gibt junge Menschen, die wie auch ihre Eltern nach Sicherheit streben, die eine feste Anstellung haben wollen, die sich Sorgen darüber machen, ob sie irgendwann noch eine Rente bekommen. Und es gibt diejenigen, die zumindest in der Zeit, wo sie noch sehr jung sind und viel ausprobieren, gar nicht so sehr darüber nachdenken. Also ich glaube, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Und ich denke, es hängt sehr stark davon ab, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Also ich glaube, wenn man alleinstehend ist oder zumindest noch keine Kinder hat, noch keine Familie, vielleicht noch keinen festen Standort, den man als seine Heimat oder seinen Heimatort bezeichnet, gibt man vielleicht weniger oder legt man weniger Wert auf Sicherheit. Und wenn dann aber zum Beispiel das erste Kind kommt, natürlich denkt man darüber nach, sind wir finanziell abgesichert, was passiert in der Zukunft und wie sieht es auch für mein Kind in der Zukunft aus.